man davon überzeugt ist, dass irgendwas toll ist, machen, ausprobieren. Und das hat so vibriert, dass wirklich bei jedem Bassschlag sich teilweise die Regler von alleine verstellt haben. Haben wir uns gekloppt. Ja, ja, richtig. Genau. Mit so einer Handvoll anderen jungen DJs, die es damals so gab. Herzlich willkommen zum Neusdorf. Mein Name ist Eli und ich habe zwei Legenden aus der elektronischen Musikszene an meiner Seite, die seit über zwei Jahrzehnten schon mit dabei sind. Hallo Arne, hallo Vajan, besser bekannt als Extrawelt. Moin moin. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Für die jüngeren Fans vielleicht unter uns, die euch noch nicht kennen, mögt ihr vielleicht mal sagen, wer ihr seid, was ihr macht? Mal so ganz aus der Blume heraus. Das war Jan, ich bin Arne und wir machen Mucke. Elektronische Mucke meistens. Also machen das schon ein bisschen länger und haben beide als DJs angefangen, ziemlich jung. Kommen beide aus Norddeutschland, aus dem Hamburger Umfeld. Und irgendwann Winter 98 haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich die paar spärlichen Geräte, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, mal zusammenstöpseln können und gucken, ausprobieren können, ob wir da auch irgendwie was Vernünftiges rausholen. Und seitdem machen wir zusammen Musik. Mhm, interessant. Seit Winter 98 macht ihr es zusammen. Was habt ihr davor alleine schon mit elektronischer Musik zusammen zu tun gehabt? Ja, so wie Arne schon gesagt hat, wir waren beide DJs. Wir waren beide viel zu jung, als wir auf unsere ersten elektronischen Veranstaltungen gegangen sind. Wie alt wart ihr? 14. 13. So was. Sowas in der Art, aber es war eben was völlig Neues damals. Und ohne Internet gab es ja eben noch so Sachen, die man entdecken konnte, wo man irgendwo reingeworfen wird und in einer völlig anderen Welt landet, obwohl es nur eine Tür weiter ist. Und ich glaube, da waren wir beide vor allem von der Musik irgendwie angetan, weil es damals eben auch was wirklich Neues war. Es war eine, ne, Anfang der 90er war es eine neue Bewegung. Das war auch so, dass die meisten, ich sag mal, Leute drumherum, die haben alle gesagt, irgendwie, das ist ja gar keine Musik, da spielt ja gar keiner Gitarre, was soll denn das? Und nee, also irgend so ein Computer und so, nee, das ist nix. Und das, ne, als junger Teenie findet man natürlich dann, ja, so jetzt erst recht. Also, ne, und jetzt zeige ich dir aber mal, dass das auch Musik ist. Und außerdem war ja auch DJing damals noch eine, es war zwar nicht neu, ne, das gab es ja auch in den 80ern schon, aber alles, was damit zusammenhing, war trotzdem noch relativ exotisch. Und als junger Teenie findet man das dann spannend. Das ist einfach was anderes. Das ist was anderes als das, was die anderen machen. Und das gibt es auch nur da. Und naja, da hat man irgendwie angefangen, sich das drauf zu schaffen. Und wie genau hast du dir das drauf geschafft? Naja, also erstmal hatte ich dann irgendwie einen Plattenspieler und habe festgestellt, mit einem Plattenspieler, das geht nicht. Und dann hat man geguckt, ach so, ja, die haben ja noch einen Mischpult und noch einen zweiten Plattenspieler und hat festgestellt, okay, dafür ist auf keinen Fall Geld da. Aber irgendwie brauche ich schon mal Platten. Und dann ist man in einen Plattenladen nach Hamburg gefahren und hat dann erst, also ne, ist man erstmal in die ganz normalen Plattenläden gegangen und hat gefragt, ja, wo gibt's denn hier, wo kann ich denn hier Techno kaufen? Und dann haben die gesagt, sowas haben wir hier nicht. Und dann hat man irgendwann rausgefunden, ach nee, man muss da in einen anderen Laden gehen und da gibt es spezielle Läden für und dann ist man da hin. Und ich muss dazu sagen, meine Eltern haben dann kurze Zeit später, da ist meine Mutter da auch so ein bisschen in diese Szene reingerutscht. Dadurch hatte ich dann so ein paar Vorteile. Ich hatte dann so ein paar Kontakte und kannte ein paar DJs und meine Mutter war dann auch kannte viele Veranstalter und so bin ich dann da so ein bisschen, war ich dann von mir aus schon näher dran. Ja, und dann gab es auch den zweiten Plattenspieler, der kannte irgendjemand, irgendwen, der gerade irgendeine Disco aufgelöst hat und wo es noch einen Plattenspieler gab und dann hatte ich meinen zweiten Plattenspieler. Also so hat man dann irgendwie, das größte Problem war eigentlich an Platten und an Musik ranzukommen. Also, weil es gab dann von
vielen Platten. Es gab in Hamburg gab es 2 Läden, wo man sowas kaufen konnte. Und manche Platten, da gab es dann 2 Exemplare. Und es war damals, gab es eine ziemlich klare Hackordnung. Denn die alten DJs, die hatten, oder die erfahrenen, gerade angesagten DJs, die hatten im Plattenladen ihr eigenes Fach, so nannte man das damals. Das heißt, die Plattenverkäufer haben dann für die DJs schon mal, wenn die wussten, ja, von dem und dem Label oder dem und dem Produzenten kommt eine Platte, dann haben die das in, dann ist die Platte gar nicht im Laden gelandet, sondern ist direkt im Fach von dem DJ gelandet. Und wenn der dann irgendwie einmal die Woche da war oder vielleicht auch nach 2 Wochen oder so und sich die angehört hat und gesagt hat, nee, will ich, finde ich nicht gut, dann erst ist sie in den Laden gegangen. Und deswegen war so, also das, was jetzt vielleicht irgendwie viele Follower sind oder was auch immer, das war damals das eigene Fach im Plattenladen. Damit hatte man auf jeden Fall gewonnen. Okay, das war so zu zeigen, dass man Status hatte als DJ. Ja, nicht nur Status, sondern du hattest einfach überhaupt die Möglichkeit, an die Musik ranzukommen. Also, weil ansonsten... War es so Reste picken, was noch da ist? Ja, also nicht immer. Oder du wusstest eben, ne, also wir wussten dann irgendwann genau, okay, donnerstags um so und so viel Uhr kommen die Platten an im Plattenladen. Dann muss man auch da sein. Spätestens so 1-2 Stunden später, damit man eine Chance hat, sich selber die Perlen da rauszusammeln. Da mussten wir uns immer um die guten Platten, um die guten wenigen Platten. Genau. Habt ihr euch kloppen. Dann untereinander? Da haben wir uns gekloppt. Ja, ja, richtig. Genau. Mit so einer Handvoll anderen jungen DJs, die es damals so gab, oder Musikliebhabern. Ne? Das war ja nicht nur DJs, die Musik gekauft haben, waren ja auch Leute, die das einfach hören wollten. Und, ja, das waren eben so exotische Produkte, die dann auch einfach schnell ausverkauft waren. Und es gibt auch jetzt noch so 2-3 Platten, die ich gerne in meiner Sammlung hätte, da bin ich aber nie rangekommen. Und die kriegt man auch nicht mehr. Also keine Chance. Und, ja, so hat man dann irgendwie angefangen. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, ihr habt euch gebettelt im Plattenladen um die Vinyls, habt ihr euch dann dort kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher? Ich wusste, wer der ist. Ich war auf der ersten Party zufällig. Also ich, vor der DJ-Zeit kam natürlich erstmal die Entdeckungsphase, wo man halt dann das erste Mal auf Partys gegangen ist oder in Clubs oder so. Also ich war auch mit 13, 14 oder? Das mit 13, 14 und dann auflegen kam dann ein paar Jahre später. Also ich war erstmal ein paar Jahre Tänzer, Firestarter. Ja. Und dann später, ja, dann wusste man schon, okay, der legt auch auf irgendwie. Das war schon so eine kleine sportliche Konkurrenzbeziehung irgendwie. Man hat sich halt begrüßt und wusste, wer der andere ist. Für dich. Aber ich wusste nicht, wer du bist. Ja, siehst du mal. Autsch. Ja, und kennengelernt haben wir uns dann tatsächlich wahrscheinlich in den Plattenläden oder auf Partys, wo wir zusammen gespielt haben. Und wie kam es dann, dass ihr auf die Ideen kam, zusammen Musik zu machen? Also habt ihr euch einfach gut verstanden? Hattet ihr dieselben Interessen mit Musik oder wie kam das? Gut verstanden? Nee, bis heute nicht, aber... Nee, es gab in meiner Kleinstadt bei Hamburg gab's eine ganze Gruppe von einer älteren Generation, die schon Techno produziert haben und auch Studios hatten und so. Und da, als wir die kennengelernt haben, also ich nur, wir unabhängig voneinander kannten die und da hat man so die ersten Einblicke da reingekriegt, wie man das eigentlich macht und was das für Geräte sind und worauf man achten muss und wie das überhaupt so ein bisschen geht. Und da war man natürlich auch erstmal vollkommen überwältigt und ich weiß auch nur noch, dass das eigentlich immer viel zu laut da war. Also du saßt da eine halbe Stunde drin irgendwie und dann warst du schon komplett weggebügelt, weil einfach die ganze Zeit volle Lautstärke irgendwas immer wieder auf Loop lief. Das war schon mal anstrengend irgendwie, aber irgendwann ja, haben die uns dann auch mal, Markus und Jan von Xtreme, haben mich und meinen DJ-Kollegen Marco von Spiralkinder, vom Spiralkinder-DJ-Team eingeladen, mit denen mal einen Track zu machen, weil die mal ein bisschen was anderes machen wollten. Wir waren eher so auf Ambient. Und dann haben wir den ersten Track mit denen zusammen produziert und haben uns darüber dann auch noch mehr angefreundet. Und irgendwann war Jan auch mal da und hat erzählt, er hat sich gerade einen G3 gekauft. Desktop Apple G3, das war absolute Hotshit damals. Und ein Sampler, weiß ich nicht, AKL 2000 oder irgendwas. Und ich hatte mir von Markus und Jan dann netterweise Effektgeräte und deren altes Mischpult geliehen. Und dann haben wir halt... weiß nicht, Herbstferien oder so, haben wir uns, glaube ich, dann mal getroffen und verabredet und das einfach zusammengestöpselt und geguckt, ob wir auch alleine irgendwas hinkriegen. Mhm. Und wie sahen diese Sessions aus?
wild. Ja, erstmal hat es halt Spaß gemacht, weil wir überhaupt irgendwas rauskam. Aber wir haben dann relativ zügig tatsächlich Tracks, so halbwegs Tracks aufgenommen auf unserem kleinen DAT und haben auch relativ schnell diese Tracks an ein Label verkauft, was leider oder zum Glück vor dem Release der gesignten Platte pleite gegangen ist. Auch aufgrund unserer Platte eigentlich, weil die Testpressung von dem Vinyl war komplett verkackt und war mit Kratzern und war halt nicht gut. Und der hat dann das Presswerk verklagt und sich mit denen gestritten und hatte sowieso nicht so viel Budget irgendwie, sodass der dann eigentlich gesagt hat, irgendwie er stampft das wieder ein. Und so ist unsere erste Platte, die noch, wie hieß das, die 3 von der Schnittstelle, weil da war noch ein anderer Freund dabei, Tim. Auf Ventilator Records, die ist nie rausgekommen. Also wir haben die Testpressung, aber die, wie gesagt, klingt nicht so gut. Also deshalb zum Glück, weil die Tracks aus heutiger Sicht nicht das Wahre waren. Ganz schwierig, also schon ziemlich Lo-Fi. Aber ganz mit dem richtigen Feeling. Ja. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass ihr unter vielen Namen released. Also gerade, also heutzutage glaube ich nicht mehr, aber damals, als in den Anfängen und vor allen Dingen habt ihr schon zusammen unter anderen Namen released, bevor ihr als Extrawelt, als Duo aufgetreten seid. Spiralkinder, Midi Miliz, Downhill und etliche weitere. Könnt ihr mich mal abholen, wie genau das war? Also da bin ich ein bisschen durcheinander. Ja, es war immer so eine Konstellationsfrage. Manchmal hat man halt, wenn wir alleine Musik gemacht haben, unser erstes Projekt war Midi Miliz. Und das haben wir auch dann, ja, haben wir unser erstes Album verdealt und so. Und dann gab es ein bekanntes Label aus Hamburg, Spirit Zone damals, mit unserem Kumpel und auch Idol DJ Antaro, den Vajan ein bisschen besser kannte als ich. Aber der wollte auch unsere Musik haben, aber der hatte keinen Bock, irgendwie den gleichen Namen zu benutzen. Der wollte quasi ein exklusives Projekt von uns haben und weil er auch Spiralkinder gut fand, dachte er halt irgendwie, können wir das nicht Spiralkinder nennen? Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht, weil das ist ja nicht Marco und Arne, sondern war Jan und Arne. Und dann haben wir die Spiralianz gegründet. Kreativ auf jeden Fall. Ja, da lag so ein Allianzbrief rum irgendwo und Arne hat Spier davor geschrieben und dann war das da. Tricky Word Game. Es hat im Ausland natürlich nie funktioniert. Irgendwie, das stand immer falsch auf dem Flyer. Aber ja, dann haben wir halt eben quasi gleichzeitig schon mal mit 2 Projekten gestartet, weil das Label halt eben exklusiven Namen haben wollte. Dann gab es ja unterschiedliche Konstellationen. Wenn ich mit Marco dann zum Beispiel mal im Studio war, dann haben wir das G4 genannt, weil wir jetzt dann kein G3 mehr hatten, sondern schon ein G4-Rechner. Und Markus von Xtreme hatte noch sein eigenes Solo-Projekt, was The Delta hieß. Und irgendwann hatte er Bock, das mit uns zusammen zu machen. Und weil das auch ganz gut gepasst hat, The Delta und so, 3 Typen und nicht nur einer, haben wir dann eine Zeit lang mit Markus zusammen sein Projekt The Delta fortgeführt und haben das 2. Album mit ihm zusammen gemacht. Vom 1. hatte ich ein paar Kollabos mit ihm da drauf. Und weil wir mit Markus auch noch die Liebhaberei für Downtempo-Musik hatten, also Breakbeat, Trip-Hop und sowas, irgendwie haben wir halt dann noch ein anderes Projekt gegründet für einen anderen Musikstil, der halt eben nicht Dancefloor, 4-to-the-floor kompatibel war, sondern es war halt alles eher experimentellerer Downtempo, Trip-Hop, Breakbeat-Stuff. Also auch einfacher für die Fans, das zu unterscheiden. Eigentlich hat man sich da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Das war eigentlich auch üblich früher so, dass unterschiedliche Technotypen oder Techno-Künstler Produzenten unter unterschiedlichen Namen veröffentlicht haben. Und das fanden wir schon immer ganz tricky und auch ein bisschen geheimnisvoll irgendwie, dass man das eben nicht so genau weiß, irgendwie, wer eigentlich wie was gemacht hat, musste man schon im Kleingedruckten nachlesen. Und das haben wir dann halt auch einfach mal gemacht. Spannend. Dann kam es 2005 dazu, dass ihr über James Holden bei dem Label Border Community released habt, richtig? Wie kam da der Kontakt zustande? Ganz standardmäßig per Post. Damals hat man, also habt ihr ihn angeschrieben? Ja. Oder? Damals hat Internet war noch nicht schnell genug oder gab es kaum irgendwie. Also hat man halt eine Demo-CD verschickt per Post mit einem netten Brief dazu.
Und das war auch schon, was weiß ich, ein halbes Jahr her oder so. Und dann hat er sich halt tatsächlich unverhofft gemeldet und hat gefragt, ob die Tracks noch frei sind. Und wir haben uns einen Ast gefreut. Und war so auch unser Lieblingslabel zu der Zeit irgendwie und total cool. Und ja, waren sehr überrascht und haben dann ganz, also das Demo war noch als MIDI-Miliz verschickt und hätte er auch so gesigned. Und wir haben uns dann eher überlegt, kurz vor Release oder kurz vor der Pressung und dem Cover und so, haben wir uns eigentlich überlegt, dass jetzt die Chance wäre, nochmal vielleicht für den Stil, der ein Tick langsamer war und vielleicht ein bisschen melancholischer oder melodiöser war, haben wir gedacht, das ist jetzt ganz schön weit weg von unserem üblichen MIDI-Miliz-Kram. Und wir hatten gerade ein anderes Album mit MIDI-Miliz noch fertig, was Extrawelt hieß. MIDI-Miliz Extrawelt war eigentlich der Albumname, die Titelidee für das MIDI-Miliz-Album. Und weil wir nichts Besseres zur Hand hatten, haben wir dann spontan entschieden, doch noch ein neues Projekt zu gründen mit dem Namen. Dann hieß das MIDI-Miliz-Album Non-Standards und wir hatten ein neues Projekt Extrawelt. So. Dann ist erstmal gar nichts passiert. Also die Platte ging gut ab, aber. Habt ihr mit dem Erfolg gerechnet mit Supertrack? Überhaupt nicht. Also ihr habt euch ja zumindest dabei was gedacht, das zu verschicken. Also euch ist ja bewusst, das war so ein Track, naja, der ist gut, aber dass er so gut war, habt ihr. Wir haben uns einfach total geehrt gefühlt, auf dem geilen Label einfach eine Platte machen zu können. Und allein dadurch, dass das auf Border Community rauskam, irgendwie hat man schon mal natürlich eine andere Reichweite und eine andere Plattform. Und im besten Fall hört sich das auch jemand an und kauft das vielleicht. Aber dass das dann halt wirklich der Startpunkt von unserer zweiten Karriere quasi sein sollte, das haben wir natürlich nicht geahnt. Danach ist auch gar nicht so viel passiert. Also die Platte kam gut an und wurde viel gespielt von ganz vielen DJs, was aber auch zu der Zeit noch wesentlich länger gedauert hat. Also wenn du jetzt was veröffentlichst, irgendwie ist das noch 2 Wochen aktuell und danach ist schon wieder so viel anderer Kram rausgekommen, dass das dann auch schnell in Vergessenheit gerät, wenn sich das nicht durch irgendeinen Zufall total krass durchsetzt oder so. Und zu dem Zeitpunkt hat das eher noch so eine Lebensdauer von vielleicht ein paar Monaten gehabt oder so. Danach ist das eher über das ganze Jahr noch weiter gewachsen und wurde immer mehr gespielt und war in den Charts und den Charts drin irgendwie. Und dann hat man schon gemerkt, dass das ganz gut läuft. Aber wir hatten noch gar nicht genug Tracks, um mehr Platten zu machen und mussten dann erstmal wieder ins Studio und auch noch gar nicht live spielen können, weil wir halt eben nicht genug Tracks hatten. Und unser erster Gig als Extrawelt war, glaube ich, ein DJ-Set, wo wir halt unsere paar Tracks, die wir schon hatten, dann gespielt haben, aber gemischt mit anderen Sachen irgendwie. Okay, mit einem ganz normalen DJ-Pult, also gar nicht mit Live-Set und so. Wann kam das? Also live haben wir als Spiralianz und Delta und MIDI-Miliz schon vorher gespielt, aber als Extrawelt wahrscheinlich dann das erste, das 2006. Ja, 2006, irgendwo, weiß ich nicht mehr. Und kam. Da haben wir auch noch ein paar MIDI-Miliz-Tracks eingeworfen, weil wir immer noch nicht genug Tracks hatten, glaube ich. Dann 2008 hattet ihr aber genug Tracks, als ihr dann euer Album released habt auf dem Cocoon-Label. Wie kam das zustande mit Sven Feeth? Eigentlich kam der Kontakt auch über Supertrack zustande, weil Sven Supertrack für seine Sound of the weiß ich nicht wievielte Season. Diese Compilation, immer so seine Lieblingstracks des Jahres, irgendwie die immer noch jedes Jahr rauskommt und immer coole Sachen dabei hat. Da hat er halt Supertrack lizenziert. Allerdings auf dem Cover stand zu Fuß. Das war die B-Seite von Supertrack und auf der ersten Pressung von dieser Compilation stand halt nicht Extrawelt Supertrack, sondern Extrawelt zu Fuß drauf. Das war ein Fehler dererseits. Aber und irgendwie sind wir dann mit denen ins Gespräch gekommen und dann haben sie nach neuer Musik gefragt und auch da haben wir ganz normal ein Demo hingeschickt. Und damals war der A&R noch Pauli Steinbach und mit dem ja, sind wir ganz schnell ins Gespräch gekommen und haben uns gut verstanden und dann die erste Maxi auf Cocoon gemacht und das war die Titelheld-EP. Mhm. Und wie habt ihr da produziert? Also hatten die ein Studio, wo ihr da hingefahren seid oder habt ihr das genauso produziert wie vorher? Nee, wir hatten immer unser eigenes Studio. Und ja, war auch immer ein großer Ansporn da, alles selber zu machen, bis auf den letzten Schritt vor der Pressung, das nennt man Mastering. Aber ansonsten machen wir immer alles selber. Und
das war auch damals total normal und üblich. Genau. Heutzutage also, halt eben nicht mehr. Ja, teils wahrscheinlich. Teils, aber es ist. Also, nee, das haben wir alles bei uns im Studio gemacht. Was waren die nächsten großen Meilensteile aus eurer Sicht? Also eigentlich von eurer Karriere. Ne, nach Supertrack ist erstmal gar nicht so viel passiert, sondern dann haben wir die zweite Maxi, war glaube ich die Traum-Maxi. Nee, Kompakt. War Kompakt? Kompass. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Doch. Die zweite Maxi wollte keiner haben. Und dann hatten wir Freunde aus Hamburg, die gerade ihr eigenes Label gegründet haben, Kompass Musik. Gibt es leider auch nicht mehr, aber ja, die haben wir dann einfach da gemacht. Und das war fast genauso ein großer Erfolg wie Supertrack, obwohl es halt eben nicht auf Border Community rauskam oder Cocoon oder sonst irgendwas. Ein ganz unbekanntes Label und das ja, hat auch gut funktioniert. Und dann ging es so langsam los, dass sich auch andere Labels gemeldet haben oder Veranstalter uns buchen wollten und so weiter. Und dann kam die dritte Maxi, war dann, glaube ich, auf Traum die 8000 EP. Schmetting 8000, genau. Und da haben wir aber immer noch nicht viele Bookings gehabt. Und eigentlich ging es so richtig mit Bookings. Kriegen erst los, als wir die Titelheld Maxi auf Cocoon gemacht haben und dann auch bei denen in die Booking-Agentur gekommen sind, eingeladen wurden. Das war bestimmt eine große Ehre für euch. Das oder? War auf jeden Fall so ritterschlagmäßig. Mhm. Und dann ist auch ein bisschen was passiert. Und dann ja, der nächste große Meilenstein war wahrscheinlich das Album auf Cocoon machen zu können und auch der Erfolg und also der Erfolg des Albums. Das Album kam halt auch ganz gut an, obwohl da gar nicht jetzt nicht der konkrete Hit drauf ist vielleicht, aber das Album als Ganzes wurde ganz gut angenommen. Ab welchem Punkt habt ihr gemerkt, dass eure Musik Anklang findet und dass jetzt auch eure Karriere wird? Ja. Wie früh hat das angefangen? Weil ihr hattet ja ziemlich konkrete Schritte, die immer dann weitergingen. Aber habt ihr das schon damals gemerkt? Oder war es so ein Hobby und oh cool, das funktioniert, aber wir machen noch andere Sachen? Ab wann kam der Moment von, oh, das wird wohl unsere Karriere sein? Das ja, wir haben nie was anderes gemacht. Also, wir haben, ne, ich habe nebenbei manchmal in irgendwelchen Studios gejobbt oder so, aber eigentlich haben wir nie was anderes gemacht. Wir haben auch nie wirklich was anderes gelernt. Und man ist da irgendwie immer nur so weitergerutscht. Die Sachen sind eher so passiert. Das war nie so, dass da irgendwie ein Plan war, dass man sagt, irgendwie jetzt müssen wir das machen, damit wir dahin kommen oder sowas. Das gab's nicht. Sondern es gab immer nur, wir gehen ins Studio, machen Musik und dann gucken wir, was passiert. Und das ist auch heute noch so. Also es gibt auch heute keinen immer Plan. Immer noch planlos. Ja, wir sind immer noch komplett planlos, was Karriere angeht. Aber es war auch dem geschuldet, glaube ich, dass wir schon relativ früh, als wir beide noch zu Hause gewohnt haben, waren wir halt dann schon irgendwie DJ-mäßig unterwegs und haben zumindest schon ein bisschen Kohle verdient. Dass man halt schon gemerkt hat, okay, da kommt was rein und wir wurden nicht gezwungen oder es stand gar nicht so sehr zur Debatte, dass wir jetzt irgendwie einen Job machen müssen. Hätten wir vielleicht mal machen sollen, wäre vielleicht sicherer gewesen natürlich oder studieren zu gehen oder was weiß ich. Aber dadurch, dass wir irgendwie schon eine Art von Einkommen hatten, sehr unstetig und nicht viel natürlich, aber ein bisschen irgendwie hat man schon nicht den Megadruck gehabt. Und natürlich, weil wir noch bei den Eltern gewohnt haben. Also unser erstes Studio war über dem Schlafzimmer von meinen Eltern. Die ja, du hast noch bei deinen Eltern gewohnt, ich nicht. Die haben sich wahrscheinlich gefreut. Du hast gerade auch wenn ich DJ. Ich bin mit 16 ausgezogen. Ja, okay. Okay, und wenn ihr da immer so planlos rangegangen seid, war das dann aber auch bei dem Tracks produzieren selbst, also so, dass ihr einfach blind drauf losgejammt habt? Oder wie sind so Songs entstanden? Also, oder achtet ihr auch auf die Zahlen irgendwie? Sind die im Hinterkopf oder komplett frei und einfach nach Gefühl? Welche Zahlen meinst du? Ich kenne mich da nicht so gut aus, um ehrlich zu sein, aber ich meine, ihr seid ja, wenn ihr da Live-Sets macht, also da gibt es gar keine Zahlen an den Reglern und Michern und. Ach so, naja. Auf die Knöpfe muss man schon ein bisschen gucken, zumindest auf manche, aber wir gehen da relativ planlos ran. Also natürlich hat man so ein paar Herangehensweisen, auf die man immer wieder zurückgreift,
dass man sagt, man fängt mit einer Melodie oder einem Sample oder einer Bassline oder was auch immer, dass man sagt, okay, man hat irgendwas, womit man anfängt, und kommt dadurch auch so ein bisschen, ne, es schleicht sich so eine Gewohnheit da so ein bisschen rein, aber eigentlich ist man relativ planlos oder es geht uns beiden eigentlich auch so, dass man dann manchmal nimmt man sich vor, so jetzt mache ich mal so einen richtigen Dance-Kracher und hinterher ist es ein Ambient-Stück. Weil das alles, was da drin Dance war, war nicht gut und es fliegt alles weg und plötzlich bleibt was anderes davon übrig. Also ein paar Mal haben wir das versucht, wirklich was zu planen und zu sagen, wir machen jetzt mal was. Also wir haben das sehr geheim gehalten, dass wir mal bei Tunnel veröffentlicht haben. Das war so ein Hard-Trance-Label. Jetzt geht's aber los. Weil wir gesagt haben, ja, also wir probieren das mal. Auch mit einem. Das war auch nicht unsere Idee. Das war auch nicht unsere Idee, war mit einem Kollegen zusammen. Ich glaube, wir haben uns nie im Studio so angestresst. Und irgendwie, und dann, ja, nee, und jetzt brauchen wir eine Hookline, und jetzt brauchen wir eine Bassline. Das hat halt keinen Spaß gemacht. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, so zu arbeiten. Oder es liegt uns auch nicht, und das ist auch immer noch so. Wir kennen natürlich auch viele Kollegen, die da sehr strukturiert rangehen, und ich beneide die immer. Ne, die haben dann ihre Templates, und das geht irgendwie ratzfatz, und die sind ganz schnell, und nee, und pass auf, und hier habe ich meine Library mit dem und dem, und da habe ich die und die Library, und dann, und die sind wahnsinnig sortiert, und bei uns ist das immer eher so, ja, wie so ein Typ, der mit so einem Schmetterlingskescher irgendwie so durchs Studio läuft und sagt, oh, jetzt habe ich mal wieder einen. Ja, dann muss man auch noch das Glück haben, dass einer von uns das mitkriegt, dass er gerade im Netz ist und Stopp sagt und man das nicht, dass man den Moment nicht verpasst. So. Indem man dann so weiter dran produzieren würde, genau. Und das dann wieder verfälschen würde, meinst du, wenn ja, man das zu verkopft dann oder zu tief reingeht? Committen ist im Studio ganz wichtig. Also, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich habe das jetzt aufgenommen und das ist es jetzt auch. Das ist die eine Sache, aber auch überhaupt, dass man, ne, manchmal verliert man sich im Studio auch. Dass man dann denkt, oh, jetzt hier die Melodie oder der Synthi-Sound oder so, ne, das ist gerade richtig gut. Und dann hinterher stellt man fest, nee, das war nicht so gut. Aber manchmal hilft es dann eben auch, dann zu sagen, gerade wenn wir dann mal zusammen im Studio sind, was in letzter Zeit leider nicht mehr so oft geht, weil wir an unterschiedlichen Orten wohnen. Aber dann ist das immer so, wenn dann einer sagt, Moment, stopp, das war gerade gut, das hilft ungemein. Nicht mehr anfassen, erstmal aufnehmen und dann weitermachen. Genau. Das hilft auf jeden Fall. Und was mir oder uns auch immer, glaube ich, geholfen hat, ist zu wissen, was man nicht machen will. Also das wegzulassen oder das gar nicht erst zu probieren. Also wir fanden meistens zum Beispiel Klavierhooks und so fanden wir halt immer furchtbar. Oder R&B-Vocals oder Snippets, das hat sich jetzt auch teilweise schon wieder geändert. Mittlerweile finden wir, kann Klavier auch ganz cool sein. Aber also ganz konkret zu wissen, was man eigentlich vermeiden will oder an anderer Musik nicht gut findet, ist teilweise genauso wichtig, wie zu wissen, was man eigentlich will. Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Und manchmal hilft das halt, wenn du gerade nicht weiterkommst, dann zumindest irgendwie das wegzulassen, was nicht gut genug ist oder eben nicht schockt. So zu denken. Jetzt kennen die Leute da draußen, die Zuschauer, vielleicht DJ-Sets im klassischen Sinne. Und denen ist Live-Set gar kein Begriff. Könnt ihr vielleicht mal kurz den Leuten erklären, was ist denn überhaupt ein Live-Set im Vergleich zu so einem normalen DJ-Auflegen, was man vielleicht aus dem Club kennt? Ja, also der erste Punkt ist erstmal, dass man als Live-Set nur seine eigenen Stücke, seine selbstproduzierten Stücke spielt und sich nicht bei der gesamten Musikwelt bedienen darf und daraus ein geiles Set zusammen frickelt irgendwie. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Wie man das dann auf die Bühne bringt, hängt auf jeden Fall, ist auch einfach Geschmackssache, glaube ich, und hängt auch davon ab, ob man zum Beispiel alleine ist oder ob man zu zweit oder sogar noch mehr Leute ist. Ne? Mit mehr Leuten und zwei Köpfen und vier Ohren und vier Händen kann man auf jeden Fall mehr Geräte bedienen als alleine. Da gibt es natürlich heutzutage auch viele Hilfsmittel und das hat sich alles sehr praktisch weiterentwickelt. Und ja, das, wie du das dann umsetzt, deine eigenen selbstproduzierten Sachen live zu spielen, das ist halt dann auch deine eigene Entscheidung, ob du quasi
hauptsächlich ein Playback spielst und da ein bisschen dran rumdrehst oder ob du wirklich... Das ist ja recht einfach bei elektronischer Musik, oder? Ja, es ist alles nicht, Musik ziemlich einfach. Ist alles nicht so einfach, aber je nachdem. Also, oder ob du, wir bringen halt eher ein bisschen Hardware mit und stöpseln das dann vor Ort zusammen und machen meistens, wenn es geht und zeitlich passt, einen Soundcheck. Und dann kommen halt viele Sachen, nicht alle in unserem Fall, aber viele Sachen kommen dann halt aus den Geräten selber, die wir dabei haben. Also Drum Machine, Synthesizer, früher ein Sampler mit einem Keyboard als Fernbedienung sozusagen. Der Sampler wurde dann irgendwann durch einen zweiten Rechner oder einen zweiten Laptop und einen Software-Sampler ersetzt, was sehr praktisch war, weil früher musste man halt den Archive-Sampler noch mit Disketten laden und das war schrecklich und sehr limitiert halt. Was auch seine Vorteile hat, aber ja, und Effektgeräte und Soundkarten und... Das glaube ich, dass sich euer Setup auf jeden Fall über die Jahre verändert hat. Also zum einen natürlich aus technischen Gründen und hat sich das auch aus musikalischen Gründen geändert, dass ihr dann andere Instrumente sind, das ist ja auch Synthesizer und so, zählt als Instrument, dass ihr dann andere Instrumente da habt? Naja, also wir sind sehr limitiert in dem, was wir machen können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir nicht wie eine Band mit einem Tourbus unterwegs sind und drei Roadies, die einem die Sachen hinstellen. Und oft spielen wir auch in Locations, die eher auf DJs ausgelegt sind. Das heißt, da gibt es gar keine Bühne, wo man sowas überhaupt machen könnte. Verzeihung. Und das heißt, man muss irgendwie gucken, ja, was ist machbar und realistisch. Ich weiß, es gibt auch Bands oder Live-Acts, die große Modularsysteme mit sich rumschleppen. Da habe ich einen ziemlichen Respekt vor. Vor allem, weil das Equipment beim Reisen sehr leidet. Ne? Also, und wenn du dann ein großes, teures, selbstgebautes Modularsystem hast und das geht beim Flieger verloren oder fällt irgendwo runter und dann ist es hin. Das sind einfach Unwägbarkeiten, die dieser Szene geschuldet sind oder dadurch, dass wir da spielen, wo sonst nur DJs spielen, kann man eben nur bestimmte Dinge machen. Und wir lehnen uns da schon sehr aus dem Fenster und kriegen dafür auch Schelte. Also auch von Agenturen oder Bookern oder so, die sagen, ja Mensch, könnt ihr nicht vielleicht nur mit der Hälfte spielen oder so. Aber wir vergleichen uns selber dann eher wie mit so einer Band. Und da sagst du auch nicht, naja, da könnt ihr vielleicht irgendwie den Bassisten zu Hause lassen oder so. Das geht ja auch nicht. Also ganz so sind wir nicht. Auch wir sind auf den Kollegen Computern ein bisschen angewiesen. Wir könnten alles live machen, wenn wir deutlich mehr Budget hätten für die Shows und noch ein paar Leute, die mit dabei sind. Genau, und die ganze Logistik und den Platz und die Technik. Aber das ist einfach auch in dem Rahmen, wo wir sind, schwer darstellbar einfach. Also sowohl... Aber ja, in Wahrheit würden wir eigentlich gerne noch mehr mitbringen. Genau. Und in der Corona-Zeit hatten wir halt einmal die Chance, das im Watergate zum Beispiel zu machen, weil Club war zu und die haben uns den Club komplett fürs ganze Wochenende zur Verfügung gestellt, netterweise für ihren Livestream. Und da war Jan dann auch mit dem Auto gekommen ist, haben wir halt nicht das Ganze, aber schon deutlich mehr Equipment mitgebracht. Und wie war das? Und das hat richtig Spaß gemacht. Also allein kein Publikum da. Ja, es war kein Publikum da, aber trotzdem, also wir haben, ne, klar, einen Tag brauchten wir auf jeden Fall zum Aufbauen und auch um uns zurechtzufinden, wir haben das limitiert und haben uns auf 4 Tracks, die wir einzeln performt haben, beschränkt und eben kein ganzes Live-Set wie auf einer Party. Also wir hatten nach jedem Track auch eine Pause und deswegen konnten wir auch Sachen umbauen, umstöpseln, neu verkabeln, anders hinstellen etc. irgendwie. Und am Freitag, als wir da angekommen sind, wussten wir noch gar nicht genau, wie wir die einzelnen Tracks eigentlich so umsetzen können mit den ganzen neuen verfügbaren Mitteln, die wir jetzt dann auf einmal zur Verfügung hatten und mussten uns dann auch on the fly sozusagen an dem Wochenende das dann halt drauf schaffen, eben eine Melodie mal live zu spielen oder irgendwie 2 Synthesizer gleichzeitig zu bedienen. Oder also viel proben und mal ausprobieren, genau, ob das überhaupt ein bisschen einstudieren, ein bisschen üben irgendwie. Und dann am Sonntag hatten wir halt die Aufnahmesession. Für uns hat das total Spaß gemacht und war eine coole Herausforderung und hat am Ende auch ganz cool geklappt. Das
ja, also dieser Begriff Live-Act gefällt uns selber auch gar nicht so sehr, weil es eigentlich irreführend ist. Halb-Live-Act? Band. Zwei-Mann-Kapelle, Zwei-Mann-Elektro-Kapelle, keine Ahnung. Aber es, heutzutage, ne, wenn ein DJ sein Set irgendwo ins Netz stellt, dann steht da halt auch oft irgendwie DJ XY live. Klar hat er auch live sein DJ-Set gespielt, aber dann vermischt sich das halt wirklich sehr schnell mit dem Begriff Live-Act irgendwie. Das ist dann halt einfach so inflationär, irreführend, und das erklärt ja auch keiner so wirklich. Deswegen, keine Ahnung. Reden wir jetzt drüber. So ein passender Begriff ist. Vielen Dank für diese hervorragende Frage. Dein Herz. Aber allgemein, wie spielt ihr denn live? Also habt ihr immer dasselbe Programm? Spielt ihr auch mal Tracks ab? Änderungen? Spielt ihr Phasen immer gleich? Wie bereitet ihr euer Live-Set vor? Halb-Live-Set vor? Ja, also ein Teil wird schon vorgefertigt. Also man braucht eben ein paar Backing-Tracks, die na, wir haben ja meistens auch eine Zeitvorgabe, wie lange wir spielen, wann wir spielen, welche Uhrzeit, und dann versucht man vorher schon so ein bisschen zu überlegen, naja, wird da wohl die Sonne scheinen, wie groß ist das und welche Musik aus unserem Repertoire könnte da irgendwie hinpassen. Und dann versucht man natürlich, das irgendwie so zusammen zu puzzeln, dass man sagt, naja, wir wollen natürlich immer möglichst neue Sachen spielen, aber die Leute wollen auch oft ein paar alte hören, und wie kriegt man da einen guten Mix hin? Und ne, erstmal überhaupt so dieses, das Set so zu arrangieren, ist immer eine riesen Puzzlearbeit. Und auch, also ne, dann passt das Tempo nicht oder die Tonlage passt nicht oder irgendwie, man braucht zwei Sachen gleichzeitig, die man nicht hat oder so. Und das heißt, man versucht dann irgendwie so das Set als Grundstock schon mal so fertig zu haben. Und die Reihenfolge. Genau, also das Tracklisting, ne, die Titelfolge, wie das bei der GEMA heißt. Und dann splittet man das auf und sagt, okay, was davon können wir wirklich live performen von den Tracks? Wofür haben wir die Geräte dabei und auch die Fähigkeiten, und wo macht das Sinn, was live zu machen? Und was lassen wir das dritte Bandmitglied den Computer machen? Und gerade bei neuen Stücken ist das dann oft so, dass der Computer relativ viel macht, weil man das einfach noch nicht geübt hat, weil man vielleicht irgendwo sich, ne, dann hat man das ein-, zweimal probiert, das wirklich live zu spielen, und hat sich dabei verhaspelt und traut sich dann nicht mehr so, oder ne, solche Sachen passieren dann auch manchmal. Es gibt viele neue Tracks, die wir halt erstmal ausprobieren, wo wir dann nicht ganz so viel live dazu machen. Und wenn sich die etabliert haben oder irgendwie gut ins Set passen und sich einfach gut anfühlen, dann nehmen wir sie uns meistens halt nochmal vor und bereiten sie quasi neu auf und nehmen die Einzelspuren und gucken, was wir davon wirklich dann live spielen können und wie wir das vielleicht optimieren können oder manchmal auch nur kürzen oder den Break wegschneiden oder eine neue Melodie dazu machen können. Und manchmal passiert das auch einfach beim Soundcheck, dass man merkt, okay, das ist cool, irgendwie, das können wir eigentlich mal so ausprobieren. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Tracks, bei denen sich das eher anbietet, und andere Tracks, die vielleicht ein bisschen zu kompliziert sind, oder das Arrange ist sehr entscheidend für den Track, dass man das eigentlich beibehalten soll, oder es ist schon zu voll oder so, man muss eher was weglassen. Das ist von Track zu Track auch sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Also ihr entwickelt euch da stetig weiter, gerade mit den neuen Tracks, und bereitet jedes Set individuell vor? Ja, naja, man hat so einen Stock, ne, an Sets, wo man sich schon so ein bisschen draus bedient. Aber meistens wird es dann für jede Show noch mal ein bisschen angepasst. Und es verändert sich eigentlich stetig, und meistens gibt es so zwei Stränge. Das eine ist für nachts und vielleicht ein bisschen doller, und das andere ist eher für tagsüber. Und dann entwickelt sich das auch parallel, weil an dem Wochenende spielst du mal nachts und dann danach am Samstag irgendwie tagsüber. Dann brauchen wir schon mal zwei Sets, die beide dann aber auch nicht fehlerfrei sind oder noch optimiert werden können. Und so entwickeln sich immer bestimmte und unterschiedliche Tracklists und Sets, die dann hoffentlich auch über die Zeit, je öfter wir sie spielen, auch hoffentlich besser werden. Und dann, ja, manchmal entscheiden wir uns auch kurzfristig um und spielen dann auch mal nachts das eher softere Set oder umgekehrt.
Das kann dann auch spontan entschieden werden. Aber sobald wir uns entschieden haben, wir spielen heute das Set und Start gedrückt haben, dann müssen wir das auch durchziehen, was auch Vor- und Nachteile hat. Wir sind halt weniger flexibel, um darauf einzugehen, was vielleicht die Leute eher haben wollen. Oder wenn wir merken, nach einer halben Stunde, es war doch nicht die richtige Entscheidung, müssen wir es halt trotzdem durchziehen. Hat aber auch den Vorteil, dass man halt eben nicht so schnell kalte Füße kriegen kann, weil man weiß, das ziehen wir jetzt auch durch irgendwie. Und da kommt gleich noch der heftige Track oder der Breakbeat-Track oder was auch immer. Und vielleicht als DJ würde ich dann doch eher den Sure-Shot nehmen oder irgendwas Funktionales. Und dann haben wir aber gar nicht mehr die Wahl und müssen das durchziehen, was oft genug auch gut funktioniert, obwohl man sich vorher Sorgen gemacht hat. Hat alles für und wieder. Du hast gerade Breakbeat-Track gesagt. Generell Thema Genre. Welchem Genre würdet ihr euch zugehörig fühlen? Irgendwas elektronisch. Ja. Also, wir denken nicht in solchen Kategorien wirklich. Also zumindest nicht beim Musikmachen. Also klar, wenn ich selber Platten kaufen gehe und Musik suche, dann weiß ich auch irgendwie, ich muss wissen, welches Genre für was steht, welche Überschrift was bedeutet irgendwie, um mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Aber wir selber beim Musikmachen sind da ziemlich frei und wie Vajan schon gesagt hat, manchmal fängt man mit einem Vierviertel-Track an und dann endet das mit einem Elektro- oder Breakbeat-Track oder einem Ambient-Track und wird was ganz anderes, als man sich eigentlich vorgenommen hat. Keine Ahnung. Für uns gab es damals schon die Unterscheidung irgendwie Hardcore, House und Techno. Das waren die einzigen drei? Das waren eigentlich so die drei. Ja, doch. Ich glaube, das gab es von der Zeit, wo wir angefangen haben, gab es das schon. Aber eigentlich war auch, ne, die besten Partys waren die, wo alles Crossover lief und miteinander gemischt wurde, sodass halt viel Dynamik und viel Abwechslung drin war. Und dann lief halt irgendwie ein Depeche Mode Instrumental und danach ein Front 242 Track und dann gab es vielleicht das erste Juno Reactor Album oder so und dann war es auf einmal ein bisschen tranziger und das alles zusammen nach ein paar Stunden war halt alles sehr frei und nicht so limitiert auf einen Style oder einen Stil. Und das haben wir für uns, glaube ich, so ein bisschen beibehalten. Also selbst wenn uns bestimmte Leute mit dem einen oder anderen Track von uns so verbinden und denken, das ist halt, das ist Extrawelt, das ist genau der Stil irgendwie, den die machen, haben wir uns, glaube ich, mittlerweile dann über die Jahre wahrscheinlich auch so ein bisschen freigeschwommen, indem wir halt ganz viele andere Sachen in unterschiedlichen Stilen auch veröffentlicht haben und manchmal nur als B2-Track auf einer EP oder so oder als Ambient-Track oder Downtempo-Track auf dem Album und dann aber auch immer mehr. Also unser Unknown-Album zum Beispiel von 2018 hat nicht ein einziges Vierviertel-Track, nicht einen einzigen Vierviertel-Track da drauf, also kein Techno-Stampf. Wie nehmt ihr die Veränderung wahr, dass es jetzt so viele Genres und Unterkategorien gibt? Soll ich das beantworten? Warum möchtest du nicht antworten, Marian? Ist nicht, dein Thema einfach? Nee. Also ich höre schon auch sehr viel Musik und ich stöbere auch viel. Aber was das dann ist, was ich an irgendwas mag, ist völlig genreunabhängig. Also das ist wirklich komplett querbeet. Also und auch zeitlich total unabhängig. Also es gibt neue Sachen, die ich gut finde. Es gibt unheimlich alte Sachen, die ich gut finde. Und ja, eigentlich muss ich das immer erst dann einem Genre zuordnen, wenn irgendjemand mich fragt, was ist denn das? Oder so. Dann muss man dann irgendwie sagen, ja, okay, das ist wahrscheinlich Independent Country. Oder was oder Alternative Country. So stehen diese Genrebezeichnungen und Überschriften ja auch. Also das kommt, glaube ich, eher nicht von irgendeinem Musiker, der sagt, so, ey, jetzt mache ich aber hier Fat UK Bass oder Dubstep oder so. Das ist irgendeiner, der erklären muss, was ist das eigentlich. Und dann schreiben da mehrere Leute drüber und finden eine Bezeichnung für diesen Stil, der ein bisschen anders ist als das, was vorher da war. Und dann etabliert sich ein so ein Name. Es gibt immer mehrere Vorschläge für ein Genre, glaube ich. Und dann gibt es einen Namen, der etabliert sich irgendwie. Und ganz viele Leute verwechseln dann halt auch, also je nach
Ort und oder auch Land oder so ist halt, einige Leute sagen halt zu Techno eher Elektro. Und für mich ist halt Elektro auf jeden Fall gebrochener Beat und eher, was weiß ich, Aux 88 und eben nicht Techno. Das hat zwar miteinander zu tun, aber es sind halt zwei unterschiedliche Stile. Und für uns ist das eigentlich total Latte, wie das heißt. Da können sich andere Leute den Kopf drüber zerbrechen. Fair, kann ich absolut nachvollziehen. Aber wir sind auf den Wandel der Zeit eingegangen. Wie nehmt ihr die Veränderung der Wertschätzung der Musik wahr? Jetzt also von vor 20, 30 Jahren zu heute. Also damals war es ja noch der Plattenladen, man hat sich eine Vinyl gekauft. Heute hat man ja einfach Spotify oder irgendwelche anderen Anbieter und scrollt einfach durch. Und das vielleicht auch noch im Zusammenhang mit Social Media, wo das ja auch noch schnelllebiger ist, mehr beworben wird. Also wie alles hat das unheimlich viele Vorteile und auch ein paar Nachteile. Also wenn man sich anguckt, wie viel Musik jetzt im Moment täglich veröffentlicht wird, ist völlig klar, das kann sich kein Mensch durchhören. Also ist einfach eine unfassbare Masse. Und natürlich ist das immer so, dass wenn es eine unfassbare Masse von irgendwas gibt, dann wird es auch schwerer, die einzelnen Sachen daraus zu finden, die einem passen. Ne, wenn man in einen Plattenladen früher gegangen ist und gesagt hat, ja, okay, das sind hier die von den, was weiß ich, 1500 Platten, die hier in diesem Laden stehen, sind das die 30 von den Labels oder Produzenten, die Neuerscheinungen, die ich mir auf jeden Fall anhöre. Und dann gibt es vielleicht noch irgendein Cover oder irgendwas anderes, was einen mal anlächelt, wo man sagt, da höre ich mal rein. Ne, wo man was entdeckt oder es kommt jemand und sagt, hier, hör doch da mal rein. Und dadurch war so eine Vorauswahl irgendwie da. Und die gibt es natürlich jetzt digital auch mit den Playlists und auch mit den Algorithmen, die einem Sachen vorschlagen, die ja teilweise auch interessante oder gute Ergebnisse bringen. Also ich will gar nicht sagen, dass unbedingt dieses Sortieren früher besser war als das Sortieren heute. Aber es ist einfach eine riesige Masse. Und ich glaube zumindest, das zu beobachten bei vielen jüngeren Leuten, also sich ein Album durchzuhören, ist eher selten geworden. Also dass man jetzt sagt, ich ziehe mir jetzt ein ganzes Album auf mein iPhone oder so, ne, und drück auf Download oder was auch immer und höre das im Auto, höre ich dieses ganze Album durch. Es gibt die immer noch. Ne, es gibt auch immer noch viele Leute, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, aber es ist weniger geworden. Weil früher war es eben so, wenn du die Musik haben wolltest, dann musstest du eben das Album kaufen und dann hattest du auch das ganze Album und wenn man es schon hat, dann höre ich es mir auch durch. So, und heute, ja, wenn du dann eben sagst, okay, ich mag von dem Album zwei Stücke, dann ziehst du dir die in deine Playlist rein und der Rest vom Album ist ja egal, der ist irgendwie nicht mehr da. Also das ist natürlich so, dass da eine gewisse Verschiebung stattgefunden hat. Und ja, wenn man das jetzt gerade natürlich, also ne, Social Media ist nochmal eine andere Frage, aber wenn man jetzt über Spotify oder Apple Music und so weiter redet, der Riesenvorteil ist natürlich, dass da kein Major oder was auch immer Label mehr vorsitzt und sagt, das finde ich gut oder dich finde ich gut und deswegen bringe ich das raus, sondern jeder kann einfach alles veröffentlichen. Das heißt, irgendjemand macht Musik und kann das rausbringen und die Welt kann das hören und als Konsument genauso, ich kann mir die Musik von ich weiß nicht wie viel zigtausend Leuten von der ganzen Welt anhören und das kostet mich 9,99 im Monat und das ist natürlich einerseits ein Riesenvorteil, weil früher hat man dann für 10 Mark eine Maxi gekauft oder für 15 Mark ein Album oder dann später 15 Euro. Es gab auf jeden Fall immer den Moment im Plattenladen, wo man aussortieren musste und die drei Platten, die man eigentlich auch gerne haben wollte, nicht kaufen konnte, weil es einfach zu teuer war. Genau. Das Problem hast du heute halt auch nicht mehr. Und dadurch hatte Musik aber natürlich auch einen anderen Wert, weil man das bezahlt hat. Und man kennt das ja auch jetzt, ne? Wenn Leute sich irgendwie was kaufen, was sie toll finden, dann verteidigen sie den Wert davon anders, als wenn sie es geschenkt kriegen oder wenn es umsonst ist. Ne,
Und das ist mit der Musik schon auch passiert. Und dadurch, dass es einfach so viel Musik gibt, ist es schon so, ist es sehr, sehr einfach. Das sieht man jetzt ja auch mit diesen Entwicklungen, mit, wo wir dann eher bei Social Media sind, mit TikTok oder YouTube-Shorts und auch Instagram. Also wenn man da erfolgreich sein will, dann muss die Musik muss in den ersten 2 Sekunden voll da sein, weil viel länger gucken die Leute nicht auf das Bild drauf. Entweder ne, das macht mich an und dann gucke ich das weiter oder ich swipe weiter und sage nee, nächstes. Und genauso ist das bei Spotify natürlich auch. Es ist ja wie ein riesiges Plattenregal, wo ich einfach sage, nein, das, die nicht, die nicht, die nicht. Und ich muss noch nicht mal zum Plattenregal gehen und irgendwie die Platte anmachen, sondern ich sage einfach nächstes. Finde ich gut, finde ich nicht gut. Und ich glaube, dass der auf der Nachteilseite das ist, dass es schwieriger ist, Sachen wirklich zu entdecken, weil das eben erfordert, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dass man vielleicht auch Stücke durchhört, die man nicht sofort nach 2 Sekunden super findet, sondern die, ne, also wenn man sich die modernen Produktionen anhört, sowas wie ein Intro, ne, wenn wir jetzt mal berühmte Sachen nehmen wie Doors, Riders on the Storm, das geht ganz langsam los, da kommt dieser Regen und so weiter und dann kommt ganz langsam kommt das Rhodes Piano da rein und sowas gibt's heute nicht mehr. Das wird nicht mehr gemacht, weil es keine, oder es gibt es natürlich noch, es wird auch noch gemacht, aber es hat keinen Erfolg. Der Algorithmus wird es nicht pushen, weil es einfach, genau. Da haben alle schon weggeschaltet. Da haben alle längst weggeschaltet. Das heißt, das läuft dann wirklich unter Nische. Ja, und das ist natürlich für Musiker, die sehr tief in der Materie drin sind und sich da sehr viel mit auseinandersetzen, ist es schon dann eben schwierig, wenn man dann sagt, naja, ich muss meine Musik eigentlich einem Algorithmus anpassen. Was wir nicht machen, also uns interessiert das nicht. Wir nehmen uns das einfach raus, das nicht zu machen und sind, haben irgendwie das Glück, dass es trotzdem funktioniert. Aber ja, ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, die da auch echt mit kämpfen und dass man dann sagt, nein, das Intro, das muss weg. Ich habe ein schönes Intro gebaut, aber ich schneide das jetzt weg, weil bei TikTok, Instagram, Spotify hat das keine Chance, das hört keiner weiter. Und das ist eigentlich schade, weil da geht der Kunst dann schon auch was verloren. Vielleicht kommt das ja wieder. Das ist mir auch bei euch, bei eurer Musik aufgefallen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin ja so ein bisschen anfällig für diese Kurzvideos und dementsprechend ist auch meine Aufmerksamkeitsspanne gesunken und also ich hänge da leider auch mit drin. Und jetzt in Vorbereitung auf euren Auftritt und auf den Videopodcast habe ich natürlich eure Musik gehört und ich finde, ich habe 2-3 Minuten gebraucht, aber dann hat mich das so beruhigt eher und hat mich mal so runterbringen lassen und dann saß ich da im Reihen, habe die Musik gehört und ich war so wie eine Meditation. Ich kam ein bisschen wieder zu mir und dieser ganze schnelllebige, hektische Stress, der aufkommt, den kann man, finde ich, sehr gut mit eurer Musik so vergessen und mal zur Ruhe, zu sich selbst kommen. Also das fand ich sehr schön, das wollte ich schon mal sagen. Was ja im besten Fall auch eh die Aufgabe von Musik ist, ne, sie eben nicht schnell zu konsumieren und einen Track nach dem anderen anzuspielen und irgendwie eine Entscheidung zu treffen, mag ich das jetzt oder nicht, sondern gebt der Musik die Zeit und genießt das und sei bei dir und lass es in dich rein oder was auch immer. So habe ich gelernt, Musik zu hören oder lieben zu lernen. Als DJ wiederum habe ich genau das Gegenteil gelernt, weil im Plattenladen damals schon hat man halt auch einen Stapel Platten genommen und ist da schnell durchgegangen und hat in dem Moment entschieden, höre ich mir das noch weiter an, gebe ich der Platte eine Chance oder nicht oder next. Ne? So wie heute auf Spotify halt auch. Aber dabei, wenn du das halt nicht machst, dann geht dir halt auf jeden Fall ein bisschen was flöten. Und vielleicht ist es auch nur ein halber Track, der dir gefällt. Oder du kaufst halt ein ganzes Album und dir gefällt ein Track an dem Tag, an einem bestimmten, beim ersten Mal hören halt nicht, weil du nicht in der richtigen Stimmung bist. Und wenn du es aber 3-mal gehört hast, ist er dir doch irgendwie ans Herz gewachsen. Und wenn du in der richtigen Verfassung bist, ist es vielleicht sogar dann doch auf einmal dein Lieblingstrack vom ganzen Album. Und nicht der catchy, der dich eigentlich sofort abgeholt hat, sondern der vorletzte. Das ist eigentlich der wahre, der ruhige, der ist eigentlich cool. Das passiert dann halt einfach nicht mehr, wenn man die ganze Zeit immer
auf zum Nächsten ist, ne? Auf dem Weg zum Nächsten, so wie mit vielen Sachen. Ist ja nicht nur bei Musik so, ist halt auch mit eben Videos und Filmen und selbst mit Nachrichten und Medien ist das so halt. Ne? Immer schön nur die Überschrift lesen und dann, oh krass und so, ja, jetzt weiß ich Bescheid, next. Mhm. Deshalb haben wir auch jetzt zum Beispiel dieses Format, mit dem wir unterhalten uns hier plus minus eine Stunde, nehmen uns die Zeit und ich hoffe, die Hörer nehmen sich dann auch die Zeit, das so mit anzuhören und eben wegzukommen von diesen Schnelllebigen. Ihr seid jetzt so lange dabei und habt schon so viel erlebt und seid rumgetourt und rumgereist. Gibt es irgendwelche denkwürdigen Erlebnisse, die euch bis heute noch nachhängen, die euch nicht loslassen, weil die so kurios waren oder so schön, also so außergewöhnlich? Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Erlebnisse und Erinnerungen, die uns dann ja auch irgendwie zu dem machen, was wir sind. Das nimmt man halt auf und das formt den Charakter oder keine Ahnung, das macht, klar, da gab es ganz, ganz viele abgefahrene Touren und Gigs und von gut bis schlecht und das geht immer noch weiter. Also letztes Wochenende waren wir in Ungarn in einem stillgelegten alten Kohlekraftwerk, wo noch nie irgendeine Veranstaltung war und zum Glück kennen wir die Typen, die das mitveranstaltet haben. Schon seit 18 Jahren haben wir, glaube ich, vor 18 Jahren haben wir das erste Mal für die gespielt, Veranstalter aus Budapest und mittlerweile halt auch total gute Freunde. Und die haben sich halt richtig krass aus dem Fenster gelehnt und sind ein großes Risiko eingegangen und haben sich Mühe gegeben, da was auf die Beine zu stellen. Und das war mega fett. Also, das war halt so ein bisschen das Konzept, einen audiovisuellen Ort zu schaffen. Also gab ganz viele Visual Artists und Videokünstler und Lichtkünstler irgendwie, die auch teilweise unabhängig von den Musikern Performances gezeigt haben in ganz vielen unterschiedlichen Räumen und überall konnte man hingehen. Es gab halt so riesige Schornsteine, die gemappt waren und abgefahren aussahen, fette Bühne, fette PA, schon recht groß angelegt und es hat total gut funktioniert, wurde gut angenommen, waren über 6000 Leute da und geiles Line-Up und also auch mutiges Line-Up, auch vielleicht Sachen, die die Leute eher dann nicht kannten und dann aber dahin gegangen sind, weil sie entweder einen anderen Artist kannten und das damit verbunden haben oder eben mit dem Veranstalter, der über Jahre tolle und mutige Partys gemacht hat. Also es war ein cooles Konzept und hat total geflasht und beschäftigt mich immer noch. Also das war gerade letztes Wochenende und so geht das manchmal halt auch Schlag auf Schlag. Was ist es genau, was dich daran so catcht? Das vom letzten Wochenende? Ja, dass das vor allen Dingen Leute waren, die wir schon lange kennen und dass es halt ein mutiges Konzept war und man nicht einfach irgendwelche Headliner gebucht hat, die quasi auf jedem dritten Festival spielen, sondern die haben sich richtig Gedanken gemacht, allein den Timetable so anzuordnen, dass man halt auch alles von den bekannteren Sachen sich angucken kann. Gab unterschiedliche Floors und das total Schöne war, dass die Leute gekommen sind und das angenommen haben und anscheinend Spaß gehabt haben und es wirkte einfach total abgefahren und mächtig und war mal wieder was anderes. Der Mut, ne, der Mut, diese Veranstaltung so durchzuziehen, das war bemerkenswert. Inota Festival, nächstes Jahr bestimmt wieder. Mhm. Also, haben die einen Aftermovie und haben ein paar Links? Dann sind sie, glaube ich, noch dran, also das kommt gut, hoffentlich also noch. Wir verlinken die mal in der Beschreibung auf jeden Fall. Genau, Varian, was war dein außergewöhnlichste Erfahrung bei einem Auftritt oder erlebt? Nachdem Arne jetzt was so Positives erzählt hat, wir haben mal auf dem Digital Festival in Holland gespielt, relativ große Veranstaltung. Und da unser Equipment ja immer viel Platz wegnimmt, hatten die das auf so einen Rolltisch gestellt. Und der war ein bisschen wackelig und die hatten die Bässe von der großen Anlage unter der Bühne. Das heißt, die Bühne hat sehr vibriert und unser Tisch war dann auch noch ein bisschen wackelig. Und das hat so vibriert, dass wirklich bei jedem Bassschlag sich teilweise die Regler von alleine verstellt haben. Und obwohl wir alles festgegaffert hatten, also mit Klebeband alles, wirklich jedes Gerät irgendwie fixiert, ist dann irgendwann der Computer einfach so plupp, ist einfach vom Tisch gefallen. Und da der immer den Timecode gibt, also für die Drum Machines und also für die Computer,
alles was immer im Timing laufen muss, das war dann halt weg. Und dann gab es keinen Timecode mehr und dann war 4 Minuten Ambient. Genau, für 4 Minuten musste Arne das dann so ein bisschen überbrücken, während ich um den Tisch rumlief, das irgendwie versucht habe, wieder festzugaffern. Zwischendurch versucht habe, die Regler wieder alle so hinzustellen, wie sie sein müssen und dann irgendwie weiterzumachen. Wenn man dann vor, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 8000 Leuten oder so steht und sowas passiert, das fühlt sich schon richtig beschissen an. Bisschen und Stress. Und es ist dann ja auch so, die Leute sehen das ja nicht. Also für die ist das dann einfach nur, ja, da funktioniert irgendwas nicht, scheint unprofessionell zu sein. Dass es so dann auf euch zurückkommt, dass es nur an euch, das fällt immer auf einen zurück. Ja, genau. Also es fällt immer auf einen zurück und das ist ja auch nun mal so, also es ist ja auch eigentlich unsere Verantwortung dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert. Also natürlich der Moment, als alles wieder ging und die erste Bassdrum wieder eingesetzt hat, der war auf jeden Fall dann die Entschädigung dafür. Das war gut. Also, die Leute hatten einen verzögerten Höhepunkt einfach da. Geil. Jetzt, wo wir so am Ende sind von dem Videopodcast, habe ich mal eine größere Frage, jetzt mal rückblickend auf eure ganze Karriere. Wie zufrieden seid ihr damit? Also sagt ihr alles in allem happy, genau so gekommen, wie es sollte? Gibt es vielleicht so ein, zwei Sachen, die womöglich hätten anders laufen können? Wie würdet ihr jetzt im großen Bild eure Karriere einordnen? Ich weiß, eine schwierige Frage. Wie schon gesagt, ist das alles bei uns relativ anarchisch und nicht geplant. Und deswegen finde ich das Wort Karriere auch schwierig. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, das überhaupt als Beruf zu bezeichnen. Also das nennen wir es Lebenslauf. Also, dass es Sachen gibt, auf die man nicht stolz ist oder Sachen gibt, die man, wo man was hätte besser machen können oder so. Ich glaube, das geht jedem so. Also, und das ist auch völlig egal, in welchem Job. Ich meine, ich hoffe, dass Piloten das nicht sehr oft denken, aber das ist ja auch bei dem, was wir machen, wirklich Verantwortung hat da keiner. Also, egal was passiert, wenn so eine Soundkarte oder ein Rechner von der Bühne plumpst, da stirbt keiner. Ne? Wenn einem Arzt oder einem Piloten oder so sowas passiert, da können ganz andere Fehler passieren. Deswegen gibt es da jetzt nichts, wo man sagt irgendwie, oh, da mache ich mir jetzt aber große Vorwürfe oder so, weil Verantwortung haben wir halt nicht. Also man hat nur die Verantwortung, dass das in dem Moment alles möglichst glatt läuft und die Leute eine gute Zeit haben und irgendwie die Musik genießen können. Das war's. Und klar gibt es Sachen, wo man sagt, also eigentlich, wir haben das fast nach jedem Gig, dass man irgendwie sagt, die eine Stelle, da muss das irgendwie anders oder, ne, das hat man natürlich auch immer. Aber das ist halt so, ne, also die Fehler, die man macht, die sind halt dazu da, um daraus zu lernen und im besten Fall macht man das nächstes Mal besser. Genau. Und was anderen Fehler. Was das große Ganze angeht, ist es natürlich so, ich glaube, wir sind beide schon auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das so lange einigermaßen hingekriegt haben. Also er jetzt nicht so anscheinend. Stolz, also froh. Also ne, das war ja auch Zufall. Und irgendwann kannst du ja auch nichts anderes mehr. Also wir können ja jetzt nicht irgendwo hingehen und sagen, schönen guten Tag. Wir würden gerne bei Ihnen anfangen, vielleicht nicht mit Mindestlohn, sondern ein bisschen mehr. Und dann fragt der Personalleiter. Einen Plattenladen hätten wir anfangen können, gibt's aber nicht mehr. Genau, ja, oder ne, in einem Tonstudio vielleicht, die gibt's aber auch nicht mehr. Und wenn jetzt irgendein Personaler fragt, was haben Sie denn die letzten 20 Jahre gemacht und du sagst Techno, dann ja, ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass man den Job unbedingt kriegt. Also irgendwann ist man dann auch einfach fix bei dem, was man tut. Ne? Und da würde ich schon sagen, dass man da schon manchmal drüber nachdenkt, dass es auch gut gewesen wäre, noch ein bisschen was anderes zu machen in seinem Leben, außer nur Musik. Mhm. Hat so eine große Rolle eingenommen, meinst du? Also ja, ich meine, als wir angefangen haben, hatten wir locker eine 80-Stunden-Woche, immer. Ne? Also, fleißig. Oder mehr. Ne? Also das war wirklich Aufwachen. Das war halt auch nicht Arbeit, sondern das war halt Spaß haben. Genau. Und Sachen lernen und rausfinden und auschecken.
auch das mit dem Reisen und mit dem Gigs spielen und so, das sind halt alles Erfahrungen irgendwie. Und das macht man ja auch nicht alleine. Man lernt halt ständig Leute kennen und andere Kulturen und hat total guten Input oder irgendeine Art von Input, den man halt sonst nicht gehabt hätte. Und dafür sind wir auf jeden Fall dankbar. Und das ist, bleibt halt, das ändert sich halt nicht. Das geht halt immer weiter. Mit jedem Gig und mit jeder Platte, die wir machen und jedem Lied lernen wir hoffentlich auch irgendwas Neues über das jeweilige Ding, was gerade passiert ist und was wir gemacht haben, aber auch über uns selber. Sehr schön formuliert. Was würdet ihr anderen DJs, Produzenten, die jetzt am Anfang stehen, vielleicht empfehlen als Tipp? Es ist ganz, glaube ich, entscheidend, was man erreichen will. Also wenn dein Ziel ist, Kohle zu verdienen und berühmt zu werden, mach kein Techno. Oder ja, mach halt anderen Techno als wir. Wir sind halt auf jeden Fall keine Geschäftsmänner und auch keine Verkäufer oder so. Wir versuchen halt Mucke zu machen, die uns in erster Linie erstmal uns zusagt und sind froh darüber, wenn anderen Leuten das auch gefällt. Mhm. Und wenn jetzt neue Künstler auch Spaß und Freude an der Musik haben und sich da weiterentwickeln wollen, was würdet ihr denen empfehlen? Also ich glaube, das Wichtigste oder der wichtigste Tipp, den ich mal gekriegt habe, ist immer, vertrau deinen Ohren. Also weniger deinen Augen. Und ja, wenn die Musik für dich gut klingt, dann ist sie gut. So, und vielleicht findest du Leute, für die das auch gut ist. Nicht zu viele Kompromisse machen, was die Kunst angeht oder die Musik angeht. Wenn man davon überzeugt ist, dass irgendwas toll ist, machen, ausprobieren. Vielleicht nimmt man die Leute dann mit. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Karrieretipp, aber es ist ein Tipp, wie man irgendwie dabei bleiben kann, auch lange und auch dabei Spaß haben kann. Ja, mutig bleiben und neugierig sein. Es hört halt nie auf. Das ist halt so ein Riesenbereich. Und gerade wir als Zwei-Mann-Band, wir müssen halt quasi eigentlich ja auch Schlagzeug, Gitarre und Bass und Gesang und alles, was zu einer herkömmlichen Musik gehört oder auch zu unserer Musik gehört, halt quasi alles bedienen und alles hoffentlich einigermaßen gut draufkriegen. Weil wenn ein Teil davon nicht sitzt, dann ist der Track halt nicht geil. Da gibt es so viel zu lernen und so viel zu verbessern. Also im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall gerne früher mal zum Beispiel ein Instrument wirklich gelernt und nicht nur mal dran rumgedaddelt und ausprobiert und irgendwie, oh, cool, da kann man ja auch Sounds rausholen, die eigentlich nicht so üblich sind oder so. Also zum Beispiel mein Sohn zum Beispiel, der hat jetzt gerade seine ersten Klavierunterrichtsstunden und scheint ihm Spaß zu machen und ich lerne mit ihm auf jeden Fall mit und frage mich irgendwie, warum habe ich das eigentlich nicht vor 10, 20 Jahren mal gemacht? Das hilft auf jeden Fall auch. Lernen und neugierig bleiben. Und offen bleiben auch für unterschiedliche Musikrichtungen. Das ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste. Also man landet schnell in dieser Blase und sagt, ich mache Hard Techno und das war's. Es hilft auch dann zu sagen, ich höre mal R&B, Hip-Hop, Rock, whatever. Wenn man das denn will. Es gibt überall Perlen und man kann sich überall Inspiration holen. Das Offenbleiben, das würde ich auch sagen, ist für junge Leute wichtig. Das war sehr ehrlich und sehr hilfreiche Tipps habt ihr da rausgehauen für die Zuschauer daheim. Zum Abschluss, jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen, wollte ich euch noch fragen über eure Ziele und über eure Veröffentlichung. Worauf können die Zuschauer, die Musikhörer, Liebhaber euch freuen auf Content von euch? Content weiß ich nicht so, aber Musik. Ja, wir sind auf jeden Fall relativ fleißig gerade, aber es ist alles noch nicht wirklich spruchreif, um das jetzt schon anzukündigen. Aber wir sind fleißig und es gibt einiges, was dann hoffentlich bald kommt. Konkret gibt es auf jeden Fall im November einen neuen Track auf der Turbo Recordings Compilation. Die haben ihr 25-jähriges Bestehen und da gibt es eine Compilation dazu. Da haben wir einen Track beigesteuert. Und auch im Dezember gibt es eine neue Defekt Extra Welt Collabo 10-Inch EP auf Cocoon. Und dann gibt es später noch ein bisschen mehr. Okay, das sind die zwei Dinge, die feststehen.
Super. Und habt ihr persönliche Ziele noch? Musikalisch und privat? Ja, musikalisch besser werden. Ganz wichtig. Also deutlich besser werden. Schneller werden, besser werden. Und privat, also ich habe gerade einen 10-Jährigen, der ist gerade ins Gymnasium gekommen. Und das Überleben. Guter Papa sein. Irgendwie das Überleben, dass da so ein energiegeladenes Bündel abends irgendwie so boing, boing, boing um einen rumhüpft und Papa. Dass er auch immer pünktlich in der Schule ist und auch immer seine Hausaufgaben ordentlich macht. Und guter Papa sein ist privat, glaube ich, so, das erfüllt schon sehr viel. Schön zu hören. Dann möchte ich mich bedanken bei euch, Varian, Arne. Es war mir eine Freude. Ich hatte das Gefühl, ihr wart offen und ehrlich und das war ein sehr gutes Gespräch. So, dann war das der Neuestes auf Extra Welt Video Podcast. Ich bedanke mich bei euch, lieben Zuschauern, fürs Zuhören oder Podcast-Hörern. Punkt, Ende, aus, fertig. Ciao.